Lions Club International ist eine weltweite Vereinigung freier Menschen, die in freundschaftlicher Verbundenheit bereit sind, sich den gesellschaftlichen Problemen unserer Zeit zu stellen und uneigennützig an ihrer Lösung mitzuwirken. Am 19. Mai findet in der Grazer Stadthalle ein großes Benefizkonzert mit vielen namhaften Musikern statt. Mit dem Reinerlös dieses Konzerts werden 3 Projekte unterstützt. Lions International wird 100 Jahre alt und es war so die Überlegung, anlässlich dieses Jubiläums mit Aktivitäten nach außen zu gehen, wo man also auch zeigen kann, was tun die Lions, was tun sie hier in Österreich, aber was tun sie weltweit. Und das kann man nur mit einem so quasi öffentlichkeitswirksamen Spektakel. Und wir haben uns gedacht, wir machen ein Benefizkonzert und das, was überbleibt, widmen wir gleich auch 3 tollen Projekten und haben auf der anderen Seite auch hier die öffentliche Wahrnehmung und ich denke, es ich hoffe, dass uns da hier beides gelingen wird. Von Betty O wurde eigens für dieses Konzert ein spezieller Titel komponiert. Also die Idee ist so entstanden, dass der Lions Club Graz Schlossberg, der Präsident, der Stefan Blankensteiner, mich gebeten hat, ob mir nicht da was dazu einfallen könnte zu dem Thema. Wir kennen uns aus der Kindheit von Leibniz und da war es für ihn naheliegend, mich zu fragen, weil er schon andere Songs von mir kennt, die ich als Betty O geschrieben habe. So, und dann habe ich gedacht, gut, was fällt mir dazu jetzt ein? Es muss irgendwas mit einem Löwen sein. Und somit ist eben dieser Titel Herz wie ein Löwe entstanden, denn es soll ja um die Inhalte gehen, dass man anderen hilft, dass man großes Herz hat. Es richtet sich also dieses Lied an alle Menschen mit großem Herz. Aber ich widme es den Lions für ihre Hilfsprojekte und für den Lions-Gedanken. Dieses Konzert bietet nicht nur viele tolle Künstler, sondern beherbergt auch den Grundgedanken miteinander und füreinander. Alles in allem eine starke Vereinigung im Dienste der Menschlichkeit.